Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche. Mein Name ist Katharina Schaper und ich habe mich heute mit unserem Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier hier auf dem Schweriner Marktplatz verabredet, aus aktuellem Anlass. Denn, Herr Dr. Badenschier, seit dem 31. Oktober zählt Schwerin ja zu den Corona-Risikogebieten. In den letzten Tagen waren ja die Zahlen leicht rückläufig. Es gab dennoch 2 Todesfälle zu beklagen bei Patienten mit Vorerkrankungen. Wie ist die Lage heute am 9. November? Ja, heute auch von mir erstmal schönen guten Tag. Wir hatten jetzt am gestrigen und am heutigen Tage insgesamt nur einen neuen Fall registrieren müssen. Das ist aber die Momentaufnahme vom Sonntag und Montag, wo wir üblicherweise wenig Fälle haben, da am Wochenende wenig getestet wird und auch wenig im Labor untersucht wird. Der eine neue Fall ist ein Patient aus den Helios-Kliniken, der dort getestet wurde und sozusagen positiv getestet wurde. Ja, seit dem 31.10., Sie sagen das, das waren die vielen Fälle aus der Bertolt-Brecht-Schule, die uns am 31.10. über die 50er Inzidenzschwelle gehoben haben. Jetzt hatten wir Freitag und Samstag weniger Fälle, deswegen sinkt es. Aber letztlich entscheidet sich die Entwicklung für uns auch in den nächsten 2 Tagen. Normalerweise sind am Dienstag und am Mittwoch die Spitzen in der Woche, wenn alle, die heute zum Arzt gegangen sind, morgen ihre Ergebnisse kriegen. Und deswegen müssen wir den morgigen Tag abwarten, um tatsächlich möglicherweise schon eine Tendenz zu sehen, was die Maßnahmen, die bundesweiten Kontaktbeschränkungen auch in Schwerin gebracht haben. Ja, Herr Dr. Badenschier, Sie hatten ja jetzt nun auch im Rahmen der Allgemeinverfügung den Kinder- und Jugendsport zunächst einmal untersagt und jetzt wurden auch die Kinder- und Jugendtreffs ja geschlossen. Andererseits sind die Schulen ja offen und die Schulbusse leider auch oftmals überfüllt. Wie passt das zusammen? Das ist ja auch nach der Präsidentenkonferenz in der letzten Woche ja diskutiert worden, das strategische Ziel in Deutschland ist es, die Kontakte zu reduzieren, 75% der Kontakte einzuschränken, damit wir die zweite Welle sozusagen brechen. Und der Schnitt ist dann tatsächlich zu machen, welche Kontakte lassen wir noch zu? Und da ist deutschlandweit strategisch gesagt worden, Schule und Betriebe sollen offen bleiben. Und das, was Freizeit ist, leider das, was Spaß macht, Restaurants, Freizeitbeschäftigung, die sollen nicht mehr stattfinden. Und da muss man im Einzelfall die Grenze ziehen. Und die haben wir mindestens, seitdem wir jetzt in der roten Phase sind, so gezogen, dass wir sagen, auch für die Kinder und Jugendlichen, Schule ist möglich, aber bitte danach nach Hause gehen, danach möglichst wenig Kontakte und möglichst auch nicht zwischen den verschiedenen Schulen und zwischen den verschiedenen Altersklassen die Infektion weitertragen, sondern in der Kohorte bleiben. Das ist ja genau die Zielrichtung und das ist das, was leider oder eigentlich ja in normalen Zeiten glücklicherweise in Vereinen, in Treffs stattfindet, dass man sich mit anderen Leuten trifft, die nicht aus derselben Gruppe kommen, aber das steht leider im November jetzt nicht an. Ja, Herr Dr. Badenschier, wie sieht es denn jetzt beim Nahverkehr aus? Gibt es da denn jetzt konkrete Maßnahmen, um auch die Züge letztendlich auch nicht zu sehr zu überfüllen, damit auch die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden können? Ja, ich habe eben gerade jetzt auf dem Weg hierher nochmal mit unserem Geschäftsführer, mit Herrn Eisenberg, gesprochen. Gerade in den Spitzenzeiten bleibt der Nahverkehr bei seiner hohen Taktung und auch bei seinen langen Traktionen, bei den großen Bussen, bei den doppelt hängenden Straßenbahnen, um möglichst viel Platz in den Wagen zu schaffen. Aber auch da sind natürlich die Möglichkeiten begrenzt. Wichtig ist am Nahverkehr, auch das zählt ja letztlich zu dieser Abwägung. Was ermöglichen wir nicht? Der Weg zur Schule muss möglich sein, zählt dann zu den Kontakten, die da noch entstehen. Und an der Stelle ist es mir besonders wichtig, auf die Corona-App hinzuweisen, weil die App ist genau für diese Ereignisse und für diese Situation gedacht. Wenn ich etwas enger stehe, wenn ich mit Maske die Abstände über ein paar Minuten nicht einhalten kann bei einer Straßenbahnfahrt, dann sagt mir die App möglicherweise, wenn einer der unmittelbaren Kontakte sich in den nächsten Tagen positiv meldet, dass ich in der Nähe eine Risikoperson bin. Also gerade die Nahverkehrsnutzung ist die Standardnutzung für die App, wo sie nötig ist. Und deswegen nochmal mein Aufruf an alle, benutzen Sie die App, ich benutze sie und das bringt ein Stück Sicherheit, die Ketten zu durchbrechen.
Ja, Herr Dr. Badenschier, Sie sagten ja eben schon, in den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob die jetzt getroffenen Maßnahmen schon anfangen zu wirken. Wie sieht es denn aus? Wie gut ist denn die Stadt Schwerin darauf vorbereitet, wenn die Zahlen weiter steigen? Es gibt ja eine Art Krisenstab. Können Sie mir darüber noch Näheres berichten? Ja, genau. Jetzt, seitdem sich die Lage wieder zuspitzt, seit Beginn der zweiten Welle, tagt unser Krisenstab jetzt auch wieder täglich. Und wir sind gerade auch letztlich wöchentlich dabei, auch die Strukturen immer weiter hochzufahren, immer lageangepasst. Und wir haben heute die Unterstützung von mehr als einem Dutzend Bundeswehrsoldaten zusätzlich bekommen, die uns in der Kontaktnachverfolgung helfen. Wenn wir, was ich nicht hoffe, morgen zum Dienstag wieder viele Fälle registrieren müssten, dann wäre dann auch die Kontaktnachverfolgung wieder auf die nächste Stufe zu heben und damit auch abgesichert. Also da kriegen wir Unterstützung von auch von der Bundeswehr, aber wir haben natürlich auch intern unsere Ressourcen natürlich gebündelt an der Hotline, auch bei der Nachverfolgung, auch im Gesundheitsamt, dort mit einem Schichtsystem angefangen. Also das machen wir in der Verwaltung und tatsächlich ist man, ich kann jetzt sagen, wir sind für diese Woche gut gewappnet, aber das ist natürlich, die Kanzlerin hat es irgendwann mal, das ist vor ein paar Jahren gewesen, auch mal sagt, man fährt in gewissen Situationen auf Sicht und wir müssen uns immer lageangepasst dann verhalten. Und wie ist es mit dieser Corona-Hotline? Wird die denn sehr gut angenommen? Also ist die eigentlich schon überlastet? Also haben Sie dafür jetzt im Moment noch genug Personal oder braucht es dafür dann tatsächlich auch Unterstützung beispielsweise von Seiten der Bundeswehr? Ja, die Hotline statten wir mit eigenen Mitarbeitern aus. Wir haben dazu jetzt im Pezinerhaus extra sowas wie ein Callcenter aus dem Boden gestampft, dass wir die 3333 auch nochmal mit einer höheren Mannschaftsstärke da abdecken können. Und die wird rege genutzt. Natürlich sind viele Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, die wir dort beantworten, die wir im Zweifel dann aber, wenn sie zu speziell werden, auch von dort aus in die Fachdienste spielen und hoffen, so dem Informationsbedürfnis gerecht werden zu können. Das ist nicht immer jeder einzelne Spezialfall von so einer Hotline zu klären. Dann braucht man auch die Spezialisten, möchte ich auch für Geduld oder um Geduld werben. Wir versuchen aber auch, viele Informationen, die allgemeingültig sind, auf der Homepage zur Verfügung zu stellen, dass man vielleicht auch ein paar Sachen klären kann, ohne den Hörern die Hand nehmen zu müssen. Herr Dr. Banschi, und angesichts der doch in der letzten Zeit steigenden Infektionszahlen wurden ja auch die Testkapazitäten ausgeweitet, im Testzentrum in der Werderstraße beispielsweise. Können Sie mir da noch Zahlen, Daten nennen? Ja, das Testzentrum haben wir jetzt, das war ja an 3 Tagen die Woche 3 Stunden, jetzt ist es an 5 Tagen die Woche für 4 Stunden geöffnet, um den zu erwartenden Mehrbedarf an Tests tatsächlich abzudecken. Da hatten wir jetzt am Freitag waren die Zahlen, da waren glaube ich nur 30, ungefähr 30 Tests durchgeführt worden. Wir können da aber jetzt in der Kapazität bis zu 120, 140 Tests am Tag durchführen. Und da werden wir, wie gesagt, auch sehen, wie wir da in den nächsten Tagen wie die Notwendigkeit besteht, aber klar ist auch, und das ist ja auch immer eine Frage, jetzt auch im Umgang mit den Schulschließungen, mit den Kitaschließungen, wenn wir eine Schule, jetzt die Bertolt-Brecht-Schule, tatsächlich aufgrund eines Ausbruchs schließen mussten, dann kriegen wir in den Kapazitäten es nicht hin, 600 Schüler frei zu testen, denn Freitesten geht nicht, ein Test ist nur eine Momentaufnahme, sondern da gilt es dann, wenn die Schule geschlossen ist, die 14 Tage Quarantäne durchzustehen. Danach können wir die Schule wieder öffnen, denn die Kapazitäten unseres Abstrichzentrums, aber auch, und das ist auf Landesebene auch diskutiert, auch der Labore sind am Ende endlich. Und die werden wir für das Testen vulnerabler Gruppen, Pflegeheime, Krankenhäuser oder symptomatischer Menschen, die dann über die Hausärzte als Patienten vorstellig werden. Dafür müssen wir die Ressourcen vorhalten. Und auch das, kann ich nachvollziehen, ist eine große Belastung für diejenigen, die Kontaktpersonen sind und wissen möchten, habe ich es oder habe ich es nicht. Aber auch da muss ich um Verständnis werben, dass man diese Situation leider dann durchstehen muss. Denn auch ein negativer Test am Tag 4 nach Kontakt sagt nicht, ob ich nicht am Tag 10 dann doch Fieber und Symptome und Corona kriege. Und diese Negativtests in 100er Größen oder diese Freitestungen in 100er Größenordnungen sind durch das System nicht abbildbar. Wie blicken Sie denn jetzt auf den Dezember? Also es war ja jetzt angedacht, auch von der Landesregierung, von der Bundesregierung, jetzt erstmal
den November, soweit es geht, Kontaktbeschränkungen einzuführen, durchzuführen. Glauben Sie daran, dass es im Dezember wieder leicht geöffnet werden kann? Oder wie blicken Sie, mit welchen Gefühlen blicken Sie Richtung Weihnachten? Also ich blicke jetzt erstmal mit einer sehr hohen Anspannung auf die Zahlen in dieser Woche. Gerade morgen und übermorgen wird sich in Schwerin zeigen, ob die Maßnahmen, die bundesweit gelten, aber auch die hier in speziell in Schwerin gelten und auch unser Vorgehen in den Schulschließungen, ob das Erfolge zeitigt. Und ich glaube, dann ist es ein Blick in die Glaskugel. Es ist Spekulation. Nächsten Montag trifft sich die Bundeskanzlerin mit der Ministerpräsidentenkonferenz, um die Lage deutschlandweit zu bewerten. Ich glaube, alles zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, ist alles zu früh. Wir müssen diese Woche sehen. Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass die Maßnahmen reichen, dass die Maßnahmen tragen, dass wir mit den Zahlen wieder nach unten gehen. Aber wie gesagt, das ist eine Hoffnung und wir müssen die nächsten Tage sehen. Und jetzt zum Schluss, haben Sie denn eine konkrete Bitte noch an die Bürgerinnen und Bürger Schwerins? Ja, wir sehen, dass die meisten Infektionen nehmen ihren Ausgang aus dem privaten Bereich oder aus Situationen, in denen man die Kontaktbeschränkungen, insbesondere die 1,5 Meter oder das Maskentragen in Sitzungssituationen oder in Arbeitssituationen doch nicht so konsequent einhält, wie man sich das vorgenommen hat. Und deswegen nochmal meine Bitte, vorerst erstmal noch 3 Wochen diszipliniert, bedächtig und tatsächlich auch konsequent die Regeln durchzusetzen oder einzuhalten, die wir uns jetzt alle gemeinsam vorgenommen haben, die natürlich von oben vorgegeben sind, die uns aber gemeinsam schützen. Das kann die Chance geben, die zweite Welle zu brechen. Die zweite Welle nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schwerin. Und dann haben wir die Möglichkeit, in einen lockereren Dezember zu gehen. Und den Winter, besonders jetzt die dunkle Jahreszeit, gemeinsam zu überstehen. Ich wünsche mir, dass wir das alle gemeinsam durchhalten und dann hoffentlich ein erlösendes Frühjahr 2021 haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Badenschier. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen bei diesem Interview der Woche. Bis bald und bleiben Sie vor allen Dingen auch gesund.